Davos, Weltherrscher wohnt. Teppichkunst. Teppichkunst. Teppich, das Bettphone klingelt. Geh ich Lutro oder soll ich? Teppichkunst. Ja, guten Tag. Neumond. Ja, ich bin der gesetzliche Vormond vom Klaus Martin. Gibt's irgendwelche Probleme auf der Sicherheitskonferenz? Wie, Sie wissen nicht, was ich meine. Ins Museum soll ich kommen? Bei der Pergamon-Altar. Alles klar, ich komme. Teppich. Ich geh's Weltherrscher abholen. Wenig später im Museum am Pergamon-Altar. Ja, danke, Herr Wachtraum. Ich sehe Sie da vorne stehen. Ich gehe. Klaus Ma... Claude Martin? Yes. Nobody blood, you know, yes, we are the gods. Neumond, kneel down. Jawohl, mach ich sofort. Aua. We are the gods. Was hast du gerade gesagt, Klaus Martin? We are the gods. Nee, du bist nicht die Gods. Du bist Weltherrscher und du hättest eigentlich auf der Sicherheitskonferenz mehr verloren wie da an dem scheiß Pergamon-Altar. Immer wenn der so wolle mir den Endsieg dabei ist, herrschst du nicht mehr. Aber geht's blass, Kunde. Aber, Klaus Martin, du bist ja nackig. Der Zelensky, ja, was habt ihr geschafft? Ihr wart doch angezogen, als ihr noch sind. Wo sind dein Freimaurerschatz? Wo sind dein Illuminati-Buchse? Wo sind dein Flattermausbrill? Das sind doch alles brandneue Sachen, Klaus Martin. Und du, Wolle, wo hast du denn dein Stelzeglos? Du weißt doch, dass die Inlagen in der Schuhe nicht hoch genug sind. Und dein olivgrünes T-Shirt, Zelensky, wo ist denn das? Das hat dir die Merkel geschenkt. Das ist doch extra angefertigt worden für dich in XB. Extra Bs. Das gibt's nicht, Klaus Martin, wie du dein Onkel enttäusche dich. Der wird wieder Blut heilen daheim. Wenn der hört, dass ihr zwei, so wie der Teufel euch schuf, nackig um seine Pergamon-Altar rumgedanzt sind, anstatt auf der Sicherheitskonferenz mal was zu schaffen. So geht's um die nächste Pandemie, Klaus Martin. Das war doch deine Idee mit dem Great Reset. Du musst doch dort dabei sein. Und nicht nackig da rumdanzen, Samu. Was, Klaus Martin? Was haben ihr gespielt? Ihr wäre die Anunnakig. Die Häse Anunnaki, nicht Anunnaki, ihr Idiote. Hopp, Selenli Lonengi und Nebu Schwabnezer, der Echsentyrann von Schwabilon. Ich glaube, hier haben sie nicht mehr alle, ihr zwei Idioten. Ab auf die Sicherheitskonferenz.